Hallo liebe GamesCH-Leser, euch und allen anderen Gamer da draußen ein herzliches Willkommen zu unserem Testvideo zu Blood and Truth, dem neuen PSVR-Actionspiel von Sony. In Blood and Truth schlüpft ihr in die Rolle von Ryan Marks, einem Ex-Soldaten und außerdem auch noch Mitglied einer Mafia-ähnlichen Familie in London. Aus dem Krieg seid ihr zurückgekehrt, weil gerade euer Vater, also das Familienoberhaupt, gestorben ist und dieser ekelhafte Kerl hier, das ist Anthony Sharp, der versucht eurer Familie das Imperium abzujagen und dabei scheut er auch nicht die Anwendung von Gewalt. Das klingt storytechnisch vielleicht alles so ein bisschen banal, aber das ist eigentlich sogar relativ cool inszeniert. Ganz besonders deshalb, weil ungefähr die erste Hälfte des Spiels, da kommt ihr in Kontakt mit diesem Staatsdiener hier, der euch erstmal gefangen nimmt, aber eigentlich letztlich nur den guten Sharp zur Strecke bringen will und das eben mit eurer Hilfe. Aber obwohl es viele von diesen Story-Sequenzen gibt, in denen ihr nicht viel mehr tun könnt, als den Kopf zu drehen und das Geschehen zu verfolgen, steht natürlich die Action im Zentrum des Geschehens. Im Wesentlichen handelt es sich bei Blood and Truth um einen Shooter mit rudimentärer Deckungsmechanik. Ihr könnt euch in den Levels der 19 Missionen nicht frei bewegen, sondern springt lediglich feste Wegpunkte in der Umgebung per Knopfdruck an. Spielen könnt ihr Blood and Truth theoretisch auch mit dem DualShock 4, wozu wir später noch kommen werden, ihr solltet aber definitiv die beiden Move-Controller bevorzugen. Dabei repräsentieren die beiden Move-Controller wie üblich eure Hände im Spiel, das heißt, damit haltet ihr entsprechend Waffen wahlweise in der linken oder rechten Hand und ihr müsst außerdem zwischendurch auch immer wieder mal zu eurem Brustbeutel greifen, wo sich die Munition für eure Waffen befindet, denn ihr müsst stets manuell nachladen. Ich hab genug Kugeln abgekriegt. Wir haben Kontakt. Eure Hände benutzt ihr dabei aber auch noch für ganz andere Zwecke als nur eine Pistole, ein MG oder eine Schrotflinte zu führen, sondern zum Beispiel auch in Form kleinerer Minispiele, bei denen ihr beispielsweise ein Schloss knackt, indem ihr zwei Dietriche verwendet. Diese und andere Minispiele in Blood and Truth sind jetzt nicht gerade komplex geraten, aber sie stärken eben die Immersion und genau das ist eben auch einer der Gründe, weshalb ihr definitiv die Move-Controller wählen solltet. Denn spielen könnt ihr Blood and Truth, wenn ihr das wollt, auch alternativ mit dem DualShock 4, aber das Spiel, das fühlt sich damit bei weitem nicht so gut an und funktioniert in vielen Bereichen dann auch überhaupt nicht mehr so richtig. Das Zielen ist zwar relativ ähnlich und das Nachladen der Waffe, indem ihr einfach den Bumper drückt, anstatt wirklich das Magazin mit der anderen Hand in die Waffe reinzustecken, das ist sicherlich komfortabler. Aber hier zum Beispiel bei diesen Kletterabschnitten, da ist die Steuerung mit dem Gamepad doch alles andere als intuitiv. Wir müssen sogar noch ein Stück weitergehen, es zerstört bisweilen die Immersion und dagegen erblassen die gelegentlichen Probleme bei der Präzision des Trackings der Move-Controller allemal. Konzentration. In Blood and Truth gibt es aber natürlich nicht nur normale Kämpfe, bei denen ihr euch von Wegpunkt zu Wegpunkt durch die Umgebung bewegt und Feinde abballert, sondern auch immer wieder spektakuläre Highlights. Und das müssen nicht immer nur Aktionen sein, bei denen ganze Gebäude zu Bruch gehen bei einer Explosion, sondern das kann zum Beispiel auch hier ein Fallschirmabsprung über dem nächtlichen London sein mit der Tower Bridge im Blick und auf dem Weg zu unserem Zielort. Sehr gerne hätten die Entwickler dabei auch häufiger Gebrauch von den Verfolgungssequenzen oder auch hier von diesen richtigen Rail-Sequenzen, also wo ihr euch automatisch ohne eigenes Zutun über einen linearen Pfad bewegt und dabei Gegner abballert, Gebrauch machen können, denn gerade die machen doch mächtig Laune. So oder so, Abwechslung und fette Action wird in der ungefähr 5, maximal 6 Stunden langen Kampagne in jedem Fall geboten. Alternativ könnt ihr auch einen Kinomodus starten, der euch das Leben etwas leichter macht, denn ab und zu sterben könnt ihr in Blood and Truth sehr wohl. Bring mich runter! Neben das Rad!
Abseits der Story-Kampagne hat Blood and Truth allerdings nicht allzu viel zu bieten. Es gibt zwar ein paar Challenge-Levels, bei denen ihr hier die Zielscheiben abballert und entsprechend Punkte sammelt und versucht, möglichst schnell zu sein. Ansonsten gibt es nur ein paar Erweiterungsfunktionen für die Waffen, die allerdings daran geknüpft sind, dass ihr optionale Zielscheiben in den einzelnen Levels abballert und damit Sterne sammelt. Waffen alternativ einfärben zu können oder auch alternativ ein MG mit einem Granatwerfer auszustatten, das ist sicherlich ganz nett, aber wer bitteschön möchte denn da alle Sterne in den Levels abballern und Levels dafür noch 3, 4, 5 oder 6 Mal erneut spielen? Los, Kids! Aber das ist alles halb so wild, denn insgesamt ist Blood and Truth ein richtig guter VR-Shooter geworden, den man zumindest unter Verwendung der Move-Controller wirklich jedem VR-Fan wärmstens ans Herz legen kann, und das gilt auch hier für diesen Präzisionsmodus, den ihr optional aktivieren könnt bei stärkeren Gegnern. Weitere Details zu Blood and Truth sowie unsere Wertung erfahrt ihr wie üblich in unserem Testbericht auf Games.ch.